Er ist ein Kontrollturm der deutschen Flugsicherung, im Einsatz für den Flughafen Leipzig-Halle. Der Tower, 65 Meter hoch, seit 2000 im Betrieb. Von hier wird der Flugverkehr koordiniert. Ein Hochsicherheitsbetrieb, den wir uns heute exklusiv anschauen dürfen, als erstes Fernsehteam seit der Corona-Pandemie. Hallo Herr Jeckel, guten Tag. Herzlich willkommen bei der Deutschen Flugsicherung. Ja, toll, dass wir hier sein dürfen. Maske habe ich dabei, denn das haben wir natürlich vereinbart. Das ist hier ein sicherheitsrelevanter Bereich, liebe Zuschauer. Seit der Corona-Pandemie gelten gerade hier verschärfte Sicherheitsregeln. Da wollen wir uns natürlich dran halten. Maske setzen wir auch, denn für externe Besucher gilt Maskenpflicht. So sieht's aus. Dann legen wir los. Legen wir los. Mit dem Pressesprecher geht's in den Fahrstuhl und ab in den Kontrollraum. Der Arbeitsplatz von 30 Fluglotsen. Unter ihnen Robert Arnold. Seit 2009 arbeitet er hier im Tower an einem Platz mit beeindruckender 360-Grad-Aussicht. Du hast einen ganz schicken Arbeitsplatz, Robert. Das ist ja Wahnsinn. Kommt man überhaupt dazu, hier bei dem Job diese Aussicht zu genießen? Es gibt viele Momente, wo man das genießen kann. Natürlich ist jetzt nicht der primäre Zweck, dass wir hier sitzen, unsere Aussicht genießen und dabei einen Kaffee trinken, sondern es geht natürlich schon darum, dass wir diese Aussicht einfach benötigen, um die Flugzeuge hier auf dem Flughafen alle sehen zu können. Deswegen ist der Tower auch so groß, dass ich jeden Aufsitzpunkt von den einzelnen Pisten erkennen kann, dass ich den Großteil meiner Rollwege einsehen kann. Wenn das Wetter mal ein bisschen schlechter ist, haben wir auch ein Fernglas zur Hilfe. Und wenn das Wetter ganz schlecht ist und wir hier unten gar nichts sehen, weil wir hier oben aus dem Nebel zum Beispiel rausgucken, dann haben wir noch ein Radargerät zur Verfügung, was uns dabei dann auch hilft. Fluglotsen bestimmen, wann Piloten was tun dürfen. Vom Anlassen der Triebwerke über das Rollen übers Feld bis hin zur Startfreigabe. Alles unter Beachtung des restlichen Flugverkehrs und des englischen Fachvokabulars. Eine ganz eigene Sprache. Der 3. November ist dort approved. Destination Echo Delta Lima Alpha via die Ortag 4 November Departure Route, Flight Plan Route. Pures Multitasking mit mehreren Medien. Was hat es jetzt mit dem November auf sich? Wir haben ja eigentlich noch September, ne? Genau, das ist das Rufzeichen, sozusagen der Name von dem Luftfahrzeug. Ne? Jedes Luftfahrzeug hat einen eigenen Namen, das habt ihr jetzt schon mitgekriegt. Ne? Die Lufthansa 161, die rollt jetzt da unten, das ist der Canadair-Jet. Die Korrendin von Yankee Mike, das ist der hier hinten auf der Brücke. Das ist vielleicht eine schöne Einstellung für die Kamera. Und da wir ja im englischen Alphabet sozusagen sprechen, spricht man diese einzelnen Buchstaben, das D also als Delta, das E als Echo und so weiter. Das Fach Englisch ist ein fester Teil der Fluglotsenausbildung. Auch diese Branche sucht Nachwuchs. Vor allem in Leipzig-Halle wird der Verkehrsmix immer vielfältiger. Wir brauchen jedes Jahr tatsächlich auch neue Lotsen als Auszubildende. Die müssen Abitur mitbringen, einen speziellen Einstellungstest bestehen. Man muss diese ganze Technik nur bedienen, das kriegt man alles gezeigt. Man muss keine besonderen Vorkenntnisse dazu mitbringen. Man braucht kein Fachenglisch im Vorhinein, das kriegt man alles während der Ausbildung gezeigt, gelernt, auch wie man mit Stress umgeht. Anschließend ist man im Einsatz für die deutsche Flugsicherung. Ein unverzichtbarer Job innerhalb des Flugverkehrs. Robert, vielen Dank für diese spektakulären Einblicke. Das bekommt man nicht alle Tage. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir hier sein durften. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie Ihren nächsten Urlaub starten, vielleicht vom Flughafen Leipzig-Halle, schauen Sie mal gegenüber hier zum Kontrolltower, denn da wird Ihr Flug mitunter koordiniert.